Name ist Georg Diegruber. Ich habe die Allianz Bewusst gemeinsam leben mit der Ökonomie der Menschlichkeit mit Partnern gegründet. Wir sind einige Jahre des Weges und es gibt einen Herrn, der sagt, der Weg entsteht im Gehen. Es ist der Gregor Sieböck, er nennt sich Weltenwanderer. Viele kennen ihn und er hat 2003 eine sehr weitreichende Entscheidung für ihn und für sehr viele andere getroffen. Er ist von Österreich nach Japan, nach Tokio gegangen, ungefähr 15.000 Kilometer. Das heißt, ein Mensch, der Praktiker ist, der tut, der nicht Dinge beschreibt, sondern wirklich, wie er sagt, der Weg entsteht im Gehen. Gregor ist Freund, Botschafter von unserer Allianz, langjähriger Wegbegleiter auch und Bereiter. Und Gregor hat gesagt, es braucht zu diesen ganzen Online-Geschichten auch physische Dinge, Begegnungen. Und Gregor, das war vor 2 Jahren, du bist ja ein Mentor und du hast gesagt, ja, unbedingt, es braucht was Einzigartiges. Wir machen uns jetzt am Weg. Magst du kurz beschreiben, welcher Weg ist es? Ja, danke Georg für die Einladung da in diesen Raum. Herzlich willkommen, bin der Gregor. Und gemeinsam mit Georg haben wir eine tolle Idee gehabt. Wir werden zu Fuß durch Österreich wandern. Wir starten zu Frühlingsbeginn am 21. März diesen Jahres und gehen von Gumpholzkirchen, das ist die erste lebenswerte Gemeinde Österreichs, los, über Wien, das Machfeld, das südliche Waldviertel, Wachau, dann über Oberösterreich raus ins Salzburger Land und dann noch runter bis nach Kärnten, sind circa 6 Wochen unterwegs und machen eine Fußwanderung durch ganz Österreich, besuchen unterwegs inspirierende Unternehmer und Unternehmerinnen, die im Zeitgeist der Ökonomie der Menschlichkeit leben. Und ja, es gibt die Möglichkeit, da mit dabei zu sein. Sei es einmal eine Stunde, so für einen kurzen Weg, einen Tag, aber auch die Möglichkeit, mehrere Tage oder sogar den ganzen Weg da mit uns zu gehen. Wir werden immer wieder auch draußen übernachten. Also wir haben die Ausrüstung mit, dass wir draußen schlafen können mit Hängematte und Schlafsack. Manchmal, wenn wir wo eingeladen werden, auch drinnen. Im Sinne von Antonio Machado, einem spanischen Dichter, Wanderer, es gibt keinen Weg, der Weg entsteht im Gehen. Aus diesem Grund haben wir uns auch entschieden, die Route offen zu lassen oder relativ offen zu lassen, immer nur für eine Woche zu entscheiden, wo wir dann in den darauffolgenden Tagen wandern und dann immer wieder bis Samstag der jeweiligen Woche, da veröffentlichen wir dann das Programm für die nächste Woche. Ja, das, Gregor, ist so unsere Vision. Gregor, wie ist denn die Route entstanden? Sie ist sehr offen, aber dennoch, was war denn der Impuls? Das war ja ganz, ganz erstaunlich. Der Weg, die Tage und auch die Route, es macht ja einen Unterschied, in welche Richtung man geht, hast du gesagt? Genau, Start ist Frühlingsbeginn, also so im Sinne des Aufbruchs, des Neubeginns. Und das Ende ist in der Walpurgisnacht. Das ist am 30. April auf den 1. Mai. Auch ein ganz besonderes keltisches Fest. Wir beginnen auch mit einer Feuerzeremonie in Gumpholzkirchen und enden das Ganze mit einer Feuerzeremonie im Spital an der Trau. Und ja, ich bin viel in meinem Leben unterwegs gewesen weltweit. Und unter anderem hatte ich Begegnungen mit Schamanen von Nord- und Südamerika. Und die Schamanen Südamerikas sagen, es macht einen Unterschied, in welcher Himmelsrichtung man geht. Man lernt was anderes. Beginnen werden wir mit dem Weg nach Norden. Das ist der Weg des Kolibris. Und wir lernen da der Weisheit, Tiefe und Mut. Es braucht Mut, um aufzubrechen. Um sich überhaupt aufzumachen, um bisher vertraute Wege zu verlassen und neue Wege zu gehen. Das heißt, wir beginnen mit dem Weg nach Norden. Dann drehen wir Richtung Westen und die Schamanen sagen, das ist der Weg des Jaguars und da lernen wir, Angst in Vertrauen umzuwandeln. In Zeiten wie diesen ein ganz großer, wichtiger Punkt. Raus aus der Angst, rein in das Vertrauen. Deswegen gehen wir nach Westen. Und wann dann das Vertrauen aufgebaut ist,
Dann gehen wir nur nach Süden. Und das ist der Weg der Schlange. Es ist der Weg der Veränderung. Es braucht neue Wege in Zeiten wie diesen. Wir spüren, dass diese bisher begangenen ausgelaufen sind. Aber um sich zu verändern, braucht es einerseits Mut und Vertrauen. Und deswegen gehen wir dann nur nach Süden. Und auf der Route wird es dann auch noch ein Stück geben, wo wir Richtung Osten gehen. Das ist ganz am Ende der Tour, bevor wir da ins Spital ankommen. Und das ist der herausforderndste Weg für die Schamanen. Das ist der Adlerpfad, wo es darum geht, die gewonnenen Erkenntnisse in den Alltag zu integrieren, vom Wissen zum Handeln. Und dann beenden wir die ganze Tour mit einer wunderschönen Feuerzeremonie. Ja, also das ist auch diese Route, da haben wir uns auch was überlegt. Wir haben ja im Vorfeld, Gregor, und du warst so lieb, warst dabei, die Wegbereiter persönlich gesprochen, wir sind hingefahren, auch wirklich die Dinge zu spüren, und wir sind mit einigen gegangen. Also wir haben uns nicht auf den Schreibtisch gesetzt oder auf den Besprechungstisch, sondern sind gegangen. Und für mich war das erstaunlich, auch als Beobachter, welche Räume sich da öffnen. Was ist das Besondere im Gehen? Warum passiert da so viel? Ja, Gehen ist einfach Bewegung. Für viele Impulse, viele gute Ideen, Gedanken entstehen erst im Gehen, indem ich mich selbst in Bewegung setze, indem ich dieses vertraute Umfeld verlasse. Und da kann selbst eine kurze Wanderung oder ein Spaziergang Wunder wirken. Außerdem ist nur der Impuls der Natur sehr wichtig, gerade in Zeiten wie diesen ist die Natur ein ganz ein besonderer Ort der Heilung, ein Heilraum für mich. Und durch das Gehen kommt viel in Bewegung. Wir verbinden uns aber auch wieder mit der Natur und gleichzeitig mit unserer eigenen Natur. Es ist so wichtig im Leben, die eigene Natur wieder zu erkennen und diese eigene Natur zu leben, die eigenen Talente zu erkennen. Und auch das ist eben der Weg des Vertrauens. Weil wenn ich meine eigene Natur lebe, dann kommt eine ganz besondere Kraft. Und aus dieser Kraft heraus entsteht dieses Vertrauen. Und wir haben ja diese große Wanderung durch Österreich seit Herbst 2021 vorbereitet, haben einige der Wegbereiter, die wir auf dieser Wanderung besuchen werden, auch bereits aufgesucht, haben uns mit denen ausgetauscht. Und ja, es ist eine wunderschöne Reise, die da entstanden ist. Und ich bin gespannt, wo sie uns hinführt, wenn wir begegnen werden. Es ist auch sehr viel Raum unterwegs für Begegnungen, die nicht geplant sind. Die Route ist so gestaltet, dass man so jeden Tag oder vielleicht auch nicht jeden Tag, aber so ungefähr 25 Kilometer am Tag geht. Das ist für jeden, der Freude am Gehen hat, leicht machbar. Und dann schauen wir, was uns das Leben unterwegs schenkt. Ein ganz ein wesentlicher Punkt oder eine ganz eine Stärke von dir ist, das Jetzt, immer im Jetzt zu tun, unmittelbar zu gestalten. Und ich sehe bei Unternehmen, die oft sehr, sehr im Unternehmen arbeiten, wo sie die Dinge wiederholen. Und wir wollen ja co-kreieren, wir wollen was Neues Gestaltetes. Und ich spüre einfach, das ist auch ein Gestaltungsraum, wo was passiert, was wir jetzt alle miteinander noch nicht wissen. Ist sowas erklärbar oder ja, es entsteht einfach. Leute wollen immer im Vorfeld viele Dinge wissen, aber das ist eigentlich die Analytik, die Vergangenheit. Aber was ist so jetzt der Zeitgeist der Jetztgestaltung? Ja, wenn wir immer die gleichen Wege gehen, kommen wir immer ans gleiche Ziel. Logisch. Und erst wenn man sie aufmacht, was Neues versucht und aus dem Jetzt heraus handelt, also planen ist in der Wirtschaft wichtig, Strategic Management, wir kennen diese Begriffe alle. Und doch, der Plan entsteht aus einem Wissen aus der Vergangenheit und ich projiziere die Vergangenheit in die Zukunft. Wir leben aber gerade in einer Zeit, wo sich sehr viel ändert, wo im Prinzip nichts mehr planbar ist. Und wo es einfach wichtig ist, sich dem Augenblick anzuvertrauen, dieser Intelligenz des Augenblicks und aus dem Augenblick heraus handeln. Und ich habe einmal ein tolles Zitat gelesen vom Deepak Chopra, der gesagt hat, wenn du gegen das Jetzt handelst, hast du in diesem Augenblick das ganze Universum gegen dich. Und das ist eine richtige gute Aussage. Es geht darum, sich auf das Jetzt einzulassen, zu vertrauen, zu schauen, was aus dieser
Co-Kreation aus dem Jetzt entsteht und dann mit Mut und Vertrauen weiterzugehen. Und deswegen haben wir ja die Begriffe bei der Ökonomie der Menschlichkeit, einerseits die Freude, die Leichtigkeit und das Vertrauen und daraus sie auf den Weg machen. Wir haben ja vorher nicht abgestimmt, Gregor, was wir jetzt besprechen, das entsteht auch im Tun. Jetzt habe ich eine Frage, die ich immer wieder merke, ist, dass sie jeder Unternehmer isoliert sieht. Nicht wie in der Natur als Symbiose, wo es verbunden ist, sondern isoliert und somit die gemeinsame Gestaltungskraft aus meiner Wahrnehmung oft nicht ankommt. Wir agieren ja im Sinne unserer ungefähr 400.000 Unternehmer, davon über 100.000 Bauern in Österreich, über die Ökonomie der Menschlichkeit. Magst du noch was sagen zu der gemeinsamen Gestaltungskraft, die wir haben? Ja, wenn man so die Natur beobachtet dann, oder in einen Wald geht und einfach einmal schaut, dann stellt man fest, dass die Pflanzen, die Bäume, die Tiere dort in einer Kommunikation stehen. Es ist eine Einheit. Und unser Wirtschaftssystem, ich habe Wirtschaft studiert auf 3 verschiedenen Kontinenten der Erde, in verschiedenen Universitäten, und da habe ich gelernt, dass alles, wir in Konkurrenz zu anderen stehen, dass es darum geht zuerst, dass es mir gut geht und dass ich einfach auf mich schaue. Aber in Wirklichkeit geht es auch darum, zu kooperieren und zusammenzuarbeiten. Und gerade auch in Zeiten großer Veränderung, in denen wir uns jetzt befinden, ist es wichtig, zu kooperieren. Aber nicht nur mit denen, die in der gleichen Branche sind, die vielleicht auch vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie ich, sondern vielleicht über die Branche hinweg. Dass zum Beispiel, wir haben mal so eine geniale Schneiderei dabei, den Wimmer Schneider, oder einen Architekten, den Lechner Dom. Und dass zum Beispiel der Schneider vom Architekten lernt und der Architekt vom Schneider. Oder von den Biobauern, der Biobauer vom Schneider. Dass man sie inspiriert, dass man einfach gemeinsam diesen Weg geht. Und was kommt noch? Wenn man gemeinsam den Weg geht, dann kommt automatisch die Freude. Weil in dem gemeinsamen Kreieren entsteht eine große Lebensfreude. Und das ist für mich der Schlüssel, um einerseits gut durch diese Zeiten zu gehen, aber auch um die Erde jetzt in diesen Wandelzeiten am meisten zu unterstützen. Du hast ja 2003 hast gesagt, du wünschst eine andere Wirtschaft, bist du im größte Stadt der Welt gegangen. Und das hat mich sehr berührt. Vor einigen Monaten hast du gesagt, und jetzt spüre ich, dass ich das, was ich mir 2003 gewünscht habe, dass wir mit der Ökonomie der Menschlichkeit schaffen. Ist die Zeit jetzt wirklich reif? Die Zeit ist reif. Und zwar wirklich in diesem Jetzt zu handeln. In meinem Studium habe ich eben gelernt, wie wir mit Konkurrenz erfolgreich sein können. Und ich habe damals schon gespürt, dass das völlig alter Zeitgeist ist. Und habe immer von einer Wirtschaft der neuen Zeit, der neuen Erde geträumt. Und für mich ist jetzt diese Ökonomie der Menschlichkeit diese große Chance, eben diese Ökonomie der neuen Erde, dieser neuen Zeit umzusetzen. Gemeinsam in Freude, in Leichtigkeit und in Vertrauen. Und deswegen machen wir uns auf und sind so gespannt, was wir auf diesem Weg erleben werden, wenn wir begegnen werden, und freuen uns, wenn der eine oder andere, der da zuhört oder die da zuhört, mit dabei ist, uns einige Schritte oder viele Schritte begleitet. Und jetzt habe ich noch eine ergänzende Frage, Gregor, die mich auch sehr berührt hat. Du warst in der Schweiz, du hast dann ein Buch oder mehreren Büchern geschrieben. Ihr habt in Patagonien, in Chile mit Freunden ein ganz großes Projekt realisiert, ein Naturschutzprojekt. Also jede Menge Prioritäten, und dennoch hast du gesagt, ich bin da, wir machen eine gemeinsame Wanderung. Und da hast du gesagt, das war keine Entscheidung. Wie hast du das gemeint? Ja, es gibt keine Entscheidungen. Das ist eine interessante Aussage. Wenn ich aus dem Jetzt heraus handle, bewusst im Augenblick bin, und mich dieser Intelligenz des Augenblicks anvertraue, intuitiv handle, dann folge ich dieser Intuition, und das ist eine absolute Klarheit. Solange ich mich zu entscheiden habe, soll ich nicht, bin ich meistens im Verstand. Es geht darum, der Stimme des Herzens zu folgen. Und da gibt es keine Entscheidungen. Da gibt es einfach nur diese Klarheit.
diese Klarheit, die aus diesem Jetzt heraus entsteht. Und für mich ist es klar, jetzt diese Wanderung zu machen, im Sinne für die Ökonomie der Menschlichkeit, auch für Österreich hier diese Veränderung zu leben, die wir in der Welt sehen möchten, von Österreich auszustrahlen. Und ja, es war keine Entscheidung. Es war ganz klar, dass es das ist, was jetzt ansteht. Schön, du sprichst öfter von der neuen Erde. Der Kreis schließt ja ein Spital an der Trau. Wo endet die Reise? Ja, genau in dieser Zeit, wo wir diese Wanderung machen, vom Frühlingsbeginn zur Walpurgisnacht, gibt es in Spital an der Trau im Schloss eine Ausstellung mit dem Titel Die neue Erde von der Künstlerin Gudrun Kagel und vom Geomanten Marco Pugacznik mit dem Titel Die neue Erde. Und wir enden unsere Tour, unsere Wanderung durch Österreich bei dieser Ausstellung, zum Abschluss dieser Ausstellung, machen dann auch dann noch ein gemeinsames Fest, um diesen Spirit, um diesen Geist der neuen Erde richtig zu verankern und dann in die ganze Welt, in das ganze Universum ausstrahlen zu lassen. Schön, Gregor. Ich freue mich sehr darauf. Danke, danke auf viele Begegnungen. In diesem Sinne, bis bald. Danke dir. Ich freue mich auch und schauen wir, wer da mit dabei ist.